in den Bergen. Hier werden wir heute die große Liebe suchen und hoffentlich auch finden. Ihr habt mir dafür einige Sims erstellt und ich habe 4 per Zufall ausgewählt. Wir haben hier mal unseren Hauptcharakter. Die liebe Evelyn Rose von Molly5001. Molly schreibt aber, dass man sie nur Rose nennt. Und sie studiert zurzeit Schauspielerei in Foxbury. Also sie möchte eine Schauspielerin werden und mit ihr wird es nie langweilig. Das klingt doch schon mal vielversprechend. Das Ganze funktioniert so, dass Rose jetzt auf 3 Dates geht. Jedes Date geht 24 Stunden. Rose weiß aber nicht, wie ihre Datepartner eigentlich aussehen. Die haben nämlich alle Kostüme an. Und ihr wisst, normalerweise greife ich nicht viel ein. Heute machen wir aber alles anders. Ich habe nämlich eine Blind-Date-Events-Liste erstellt. Und wir werden jetzt bei jedem Teilnehmer 3 Dinge auslosen, die passieren. Da sind Dinge dabei wie Baby machen mit dem Hauptsim oder Baby machen mit einem anderen Teilnehmer. Leute, heute wird es richtig spannend. Und ich würde sagen, wir machen das hier so der Reihe nach. Starten mit Brauntee. Das habe ich übrigens abgeleitet von Yeti. Aber weil er halt braun ist, habe ich ihn Brauntee genannt. Ja. Und wir losen jetzt aus, was mit Brauntee und mit Rose passiert. Die Zahlen gehen von 1 bis 60. Und das erste, das passiert, ist die Nummer 28. Springen gemeinsam ohne Kleidung ins Wasser. Okay. Da werden wir hoffentlich nicht direkt demonetarisiert. Ich werde das hier direkt reinschreiben, nicht, dass ich es vergesse. Das nächste, das passiert, ist die Nummer 38. Der Hauptsim macht den ersten Schritt. Also die Rose wird auf ihn oder sie zugehen. Und zu guter Letzt haben wir die Nummer 8. Nein! Der Sim erfriert einfach. Ja, das ist jetzt schon heftig. Gut, wir haben jetzt 8 Uhr. Ich teleportiere den Brauntee jetzt mal nach oben und wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Date. Die Merkmale von Brauntee sind übrigens selbstsicher, romantisch, Musikliebhaber, aufgeschlossen, Partylöwe und Spinner. Ich habe eure Merkmale ein bisschen verändert, damit ihr auch nicht gleich checkt, ob es euer Sim ist. Und Leute, ihr könntet jetzt sehr gerne auch was machen. Aber wir haben ja gehört, dass unser Hauptsim, unsere Rose, auf ihn zugeht. Also fangen wir jetzt einfach mal an, über Interessen zu reden. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin Rose, wer bist du? Oh, er darf ja den Namen nicht mal sagen, also er oder sie. Wir wissen nicht mal, was für ein Geschlecht dahinter sich verbirgt. Aber sie verstehen sich eigentlich schon auf Anhieb richtig gut. Und reden auch direkt über Liebe, Leute. Oh, 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 das kann was werden. Wir müssen mit dem Bein auf jeden Fall noch ohne Kleidung ins Wasser springen. Und dann erfriert unser Sim. Ja, sehr ungünstig. Ich zeige euch auch sehr gerne mal das Grundstück. Wir haben hier ganz viele Sachen, was sie gemeinsam machen können. Und ich hoffe, du gehst jetzt nicht näher an den Fernseher, geht Gitarre spielen. Da schicken wir Rose jetzt aber direkt nach. Die will auch direkt von sich aus ein Techtelmechtel in der Sauna machen. Ich kann nicht mehr. Leute, das Spiel hat es jetzt wieder abgebrochen. Aber ganz ehrlich, Rose hat den ersten Schritt gemacht. Die wollte das jetzt. Und da sagen wir natürlich nicht nein. Ich habe übrigens auch ganz viele Mods installiert. Ich habe auch eingestellt, dass die Sims ohne Liebe techtelmechteln können. Ich bin gespannt, ob er gleich drauf eingeht. Ja, er geht direkt drauf ein. Oh mein Gott, wie lange spielen wir schon? Ich habe keine Ahnung, 3, 4 Minuten. Und die beiden haben halt direkt ein Techtelmechtel. Die Sauna befindet sich übrigens ganz unten. Das Grundstück ist echt so mega cool. Wir haben ein bisschen Zeit, bis die da unten sind. Zeige ich euch mal das Grundstück. Hier oben können sie eben schlafen. Das ist so der Schlafbereich. Hier können sie essen, Klavier spielen, Karaoke singen oder tanzen. Hier in diesem Stockwerk, da wohnen die anderen Sims. Hier haben wir die anderen beiden Teilnehmer. Wir haben hier genug Schlafmöglichkeiten, eine Küche, ein Bad. Also es ist alles wirklich unfassbar fancy hier. Und ganz unten haben wir dann eben noch so einen Partykeller, wo die beiden sich jetzt direkt gönnen. Ich finde es ja gut. Ich bin da sofort am Start. Offensichtlich hat es direkt unglaublich bei den beiden geknistert. Aber ob es mehr ist als nur dieses romantische Ding, das werden wir dann sehen. Ab 12 Uhr gehen wir übrigens auf ein Date. Das werden wir dann auch per Zufall auslosen, wo wir da hingehen. Und die beiden kriegen echt nicht genug voneinander. Das war so richtig Liebe auf den ersten Blick irgendwie. Richtig wild. Dass es mit Rose nicht langweilig wird, hat sie jetzt auch direkt bewiesen. Irgendwie sind sie so voll auf einer Wellenlänge. Sie verstehen sich einfach richtig gut. Sind beide für Abenteuer auch sofort zu haben. Und unsere wilde Rose wird ihn jetzt auch noch dazu überreden, dass sie gemeinsam jetzt hier ins Wasser springen. Falls sie da irgendwie hinkommen. Okay, sie kommen nicht hin, aber vielleicht ist es auch besser so, dass er uns nicht gleich in den ersten 10 Minuten wegstirbt. Und wir haben schon 12, das heißt, wir gehen jetzt auf ein Date. Entweder wir gehen jetzt mit unserem Date Skifahren, Rodeln, Wellnessen, Klettern oder in ein Restaurant. Und wir gehen Skifahren. Warum denkt sie über Babys nach? Nein, 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 nein. Oh, oh. Oh, oh.
Das ist gerade nicht wirklich passiert, oder? Wir nehmen das Problem und schieben es jetzt fürs erste Mal ganz, ganz, ganz weit von uns weg. Wir gehen jetzt nämlich Skifahren. Skifahren oder Snowboarden ist eigentlich ganz egal. Dafür müssen wir hier hochfahren, nach unten fahren. Nee, wir müssen nach oben fahren. Ah. Perfekt, da sind wir auch schon oben angekommen. Wir können ja auch mal eine Schneeballschlacht machen. So richtig süß, damit sich die beiden näher kommen. Was sich liebt, das neckt sich. Wir wissen es ja. Und die beiden haben einfach extrem viel Spaß miteinander. Ich fühl's bei denen. Und wenn sie fertig sind, dann sollen sie bitte Skifahren gehen. Wir machen mal die leichte Abfahrt. Oh, wie schön, mein Sim ist auch da. Hallo. Aber die beiden sind schon echt süß miteinander. Und die ganze Zeit am Flirten. Die wissen halt, warum sie hier sind. Und jetzt ist es soweit. Wir gehen Skifahren. Gemeinsam natürlich. Let's go. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie auf Skiern steht. Aber egal. Es gibt für alles ein erstes Mal und wir wünschen ihr ganz viel Spaß und ganz viel Glück. Wie süß das aussieht. Aber direkt über die Schanze drüber. Obwohl sie noch nie Skifahren war. Richtig gut. Die hat einfach gar keine Angst vor gar nichts. Brownie ist nämlich gerade richtig dran vorbeigefahren. Oh, und das tat sicher weh. Okay, Brownie stellt sich direkt wieder an. Rose wollte eigentlich gerade mit ihm quatschen, aber der hat eine neue Passion für Skifahren gerade entdeckt. Die haben gerade einfach so richtig viel Spaß miteinander. Es ist 18 Uhr, wir sind wieder zurück und machen gerade offensichtlich verdorbenes Popcorn. Ganz, ganz toll. Ihr könntet ja aber auch gemeinsam kochen, während ich hier unten mal schau, dass wir irgendwie ins Wasser kommen. Rose hat halt immer so richtig crazy Ideen, aber die crazy Idee wird jetzt halt leider nach hinten losgehen. Ich glaube, so sollten sie ins Wasser kommen. Da kochen sie jetzt gemeinsam. Im Hintergrund geht die Sonne unter. Man sieht hier noch eine Gondel vorbeifahren. Ey, Leute, das ist gerade alles viel zu schön. Feuer? Nein, 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 nein. Oh mein Gott, es lief doch gerade so gut. Ich werde nicht eingreifen, Leute. Ihr wisst, bei sowas greife ich nicht ein, aber Rose, die Mutige, die Coole, die Starke, schnappt sich den Feuerlöscher und kümmert sich sofort um das Feuer, während Brownie natürlich wegrennt. In dem Kostüm würde ich auch wegrennen, weil das brennt ganz sicher ganz, ganz schnell. Aber Rose ist jetzt super selbstsicher. Alles gut, beruhig dich. Das Feuer ist schon wieder weg. Rose wird jetzt auch auf ihn zugehen und ihn beruhigen. Oh, 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 ulala, hallo? Ich glaube, damit beruhigt sie ihn nicht. Ich glaube, da geht sein Puls wieder ganz nach oben, aber wegen ganz anderen Gründen. Ja, Hunger haben sie jetzt aber natürlich trotzdem noch. Wir haben aber Popcorn. Ich hoffe, das bringt irgendwas. Und Rose sollte ganz dringend aufs Klo. Das könnte jetzt ganz schnell sehr peinlich werden. Und was für eine ausgewogene Ernährung. Einfach mal Popcorn zum Abendessen. Die beiden haben keinen Hunger mehr und dann wird es wohl Zeit, dass wir sie jetzt ins Wasser schicken. Oh, und die beiden. Um die habe ich mich ja gar nicht mehr gekümmert. Die schlafen jetzt einfach gemeinsam in einem Bett. Ist da irgendwas passiert, als wir weg waren? Nee, 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 da ist nichts passiert. Aber wie sie gemeinsam in einem Bett schlafen, sieht schon echt super süß aus. Auch ein bisschen unheimlich, aber hauptsächlich süß. So, jetzt aber ihr beiden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Brownie wird natürlich nicht ohne Kleidung da reinspringen. Evelyn ist jetzt wieder dran. Draußen. Die wollte, dass er mitgeht, aber er war so, ey, ich kann nicht raus aus meinem Kostüm, sonst schmeißen mich die Produzenten einfach raus. Aber er fand es sehr cool, dass Rose das jetzt gemacht hat. Er fühlt sich auch sehr angezogen von ihr. Und die beiden kommen sich jetzt auch wieder näher. Oh, aber aus irgendeinem Grund ist Rose jetzt ziemlich, ziemlich schlecht. Und deswegen werden wir Rose jetzt mal reinschicken. Die sagt ihm jetzt, hey, ich glaube, ich habe was Falsches gegessen, ich muss noch mal rein. Sie geht dann nach drinnen, merkt aber nicht, dass sie die Tür verschlossen hat. Das heißt, Brownie kommt nicht mehr rein. Wir werden jetzt in der Zwischenzeit mal einen Schwangerschaftstest machen, okay, Leute? Ich habe nämlich leider die Befürchtung, dass da ein Hoppala passiert ist. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass es natürlich nicht so ist. Direkt beim ersten Date schwanger werden ist natürlich sehr ungünstig, ja. Das denkt sich Rose jetzt auch. Der ist nämlich unglaublich schlecht, deswegen. Wir haben es wirklich geschafft. Sie ist schwanger, Leute, von Brownie. Der hier draußen jetzt ausgesperrt ist und eh schon die ganze Zeit gegen die Tür hier hämmert, aber niemand hört ihn. Und Rose hat jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr auf dieses Date, weil sie mitbekommen hat, dass sie schwanger ist. Die denkt jetzt gerade auch nur noch an sich und wird deswegen einfach direkt ins Bett gehen. Es ist auch schon ultra spät. Oh, wenn Brownie da unten immer und immer kälter wird. Ein bisschen kühl. Ja, es tut mir so leid. Ich
wollte das wirklich nicht. Rose ist durch den Schock und die Anstrengung von dem Tag direkt eingeschlafen. Der geht's richtig gut. Die denkt sich, Brown Tea. Jetzt geht's los, Leute. Brown Tea hört sich schon selber um sich kümmern. Aber Brown Tea ist halt einfach die ganze Zeit hier draußen ausgesperrt und niemand merkt. Ja, und jetzt ist es auch soweit. Brown Tea war einfach zu cool. Er erfriert. Es tut mir wirklich vom ganzem Herzen leid. Ich habe das nicht entschieden. Das Glücksrad hat's entschieden. Yay, aber dafür ist Sensi wieder mal da. Hey, was würde der ohne uns tun? Wir geben dem einfach so viele Jobs jedes Mal. Und sagen danke, Brown Tea. Es war sehr schön, dass du da warst. Wir haben den nächsten Morgen, haben mittlerweile auch schon Morgenübelkeit. Ganz toll. Eine leicht verkokelte Küche. Und heute ist Blau Tea dran. Und mit Blau Tea passiert Nummer 10. Hüssen Sie die ganze Zeit. Das nächste, was passiert, ist die Nummer 39. Spielen Schach und kommen sich näher. Alles klar. Und zu guter Letzt die 41. Baby machen mit anderem Teilnehmer. Ja, ich wollte eigentlich auslosen, mit welchem Teilnehmer. Es bleibt nur noch eine andere Person übrig. Ich weiß aber nicht, was für ein Geschlecht die anderen Teilnehmer haben. Da müssen wir mal schauen, ob das möglich ist. Und vor allem, wie jetzt? Weil eigentlich müsste Blauti jetzt auf dieses Date gehen. Vielleicht sind sie sich in der Nacht aber ein bisschen näher gekommen. Und jetzt geht es eigentlich los. Blau Tee müsste los. Doch sagt dann Lila Tee, dass er sich in der Nacht sehr wohl gefühlt hat mit ihr oder ihm. Ich meine, wie süß die beiden auch sind. Eigentlich sollte er oder sie schon los. Lässt unseren Sim jetzt so richtig warten. Die wird eh schon ultra nervös. Putzt derweil die Küche. Weil Blau Tee einfach nicht auftaucht. Der hat gerade andere Dinge zu tun. Der lässt nämlich auch nichts anbrennen und hat jetzt noch schnell ein Techtelmechtel mit Lila Tee, bevor er dann auf das Date geht. Und dabei wird Lila Tee oder Blau Tee halt einfach schwanger. Leute, ich habe wie gesagt keine Ahnung, welche Geschlechter die Sims sind. Die Merkmale von Blau Tee sind fröhlich, snob, familienbewusst, verführerisch, romantisch und paranoid. Ja, das verführerisch hat er uns gerade gezeigt. Oh oh, und Lila Tee hat dieses Techtelmechtel überhaupt nicht gefallen. Aber Blau Tee schon. Oh Gott, wie unangenehm. Wir schicken ihn jetzt auf jeden Fall mal nach oben. Unser Hauptsim sitzt derweil vorm Fernseher, weil sie einfach nichts zu tun hat. Sie wurde jetzt einfach versetzt. 2 Stunden fast ist die Person jetzt zu spät. Sie regt sich auch schon richtig drüber auf. Aber jetzt kommt Blau Tee nach oben und ruft ganz laut nach der Rose. Der hat jetzt auch so einen richtigen Selbstbewusstseinsboost bekommen durch dieses Techtelmechtel und lässt jetzt auch gar nichts mehr anbrennen. Aber Rose ist schon ein bisschen beleidigt, weil er jetzt einfach zu spät gekommen ist. Sie fühlt sich auch richtig unwohl gerade. Ich meine, eigentlich, weil sie schwanger ist. Aber wir können natürlich auch sagen, einfach, weil er sie versetzt hat. Aber ihr könnt ja mal miteinander plaudern. Oh, Leute. Die werden jetzt auf jeden Fall zuerst mal klären, warum sie zu spät gekommen ist. Und sie wird ihr sowas vorlügen wie, ich war halt zu aufgeregt. Ich musste mich noch ein bisschen pushen. Aber jetzt, wo ich dich sehe, finde ich dich ganz wundervoll, Rose. Aber zeitgleich ist sie oder ihm auch ein bisschen schlecht. Sie oder er kann nämlich auch einen Schwangerschaftstest machen. Oh no. Bitte sag mir nicht, dass wir diesmal 2 schwangere Sims haben. Das kann's nicht sein, oder? Doch, natürlich. Oh Gott, Leute, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Und diese Fliegen sind ja auch absolut widerlich. Ja, sehr gut. Wir haben 2 schwangere Sims, die jetzt auf ein Date gehen miteinander. Noch läuft da nicht ganz so viel. Wir haben aber irgendwo einen Schachtisch. Sie kommen sich ja näher über den Schachtisch. Ich glaube aber, ganz ehrlich, die beiden können sich einfach nicht richtig konzentrieren. Die haben jetzt beide erfahren, dass sie schwanger sind und sind beide so ein bisschen in ihrem eigenen Kopf. Und Blau Tee hat jetzt den Vorschlag gemacht, dass sie doch was gemeinsam spielen können. Einfach, weil er oder sie auch merkt, dass Rose richtig angespannt ist. Er denkt natürlich, es liegt hauptsächlich jetzt an seinem oder ihrem Verhalten. Aber Rose ist eigentlich nur angespannt, weil sie schwanger ist und Brown Tee auch nicht mehr gesehen hat. Sie dachte, sie wacht am Morgen sicher auf und er liegt neben ihr, aber sie hat ihn einfach nicht mehr gesehen. Wir wissen, warum man ihn nicht mehr gesehen hat. Rose fragt dann natürlich beim Blau Tee auch nochmal nach, ob er oder sie Brown Tee noch gesehen hat, aber er ist dann so, nee. Also ich habe den nicht mehr gesehen. Könnte sein, dass er die Sendung abgebrochen hat und das trifft Rose natürlich sehr und deswegen wird sie jetzt auf ihn zugehen und ein bisschen mit ihm flirten. Ich sage jetzt nur noch ihm, okay? Und sie macht da mit, obwohl sie Gefühle hat für Lila Tee. Oh Gott, Leute, dieses Drama hier. Aber sie kommen sich ja beim Schachspiel näher. Oh, aber wir haben schon 12. Kurzer Moment. Wir gehen gleich mit ihm
ihm oder ihr auf ein Date. Und zwar gehen wir Nummer 3, ist Wellnessen. Zum Glück können wir das direkt nebenan machen, wie sie beide über Babys nachdenken. Macht mich jetzt ein bisschen fertig. Wir werden uns jetzt aber mal eine Massage gönnen. Wir werden einen Masseur anfordern und auch hier. Lauti macht sich schon mal ready. Aber dann haben wir eine gemeinsame Partnermassage. Das tut sicher gut, wenn man schwanger ist. Wie cool wäre es eigentlich, wenn sie jetzt den Platz tauschen könnte mit dieser Masseurin? Also wenn Blauti sie jetzt massiert. Ah, Leute, ich habe es probiert, aber es funktioniert leider nicht. Dann gehen wir jetzt halt gemeinsam ins Wasser. Das können wir nicht tun, solange wir schwanger sind. Nein! Ja, dann werden die beiden jetzt wohl Ausreden finden, warum sie beide nicht ins Wasser gehen können. Irgendwie vibes auch nicht richtig zwischen den beiden. Sie haben jetzt eine unbehagliche Begegnung. Ich glaube, das Ganze mit den beiden ist eher freundschaftlich, aber sie müssen sich ja die ganze Zeit küssen. Oh, Rose hat jetzt auch nach einem Techtelmechtel gefragt, aber nee. Blauti hat Nein gesagt. Oh oh. Aber ich glaube, sie merken beide, dass es nicht so gut für die Show ist. Rose muss auch ganz, ganz dringend aufs Klo. Und dann würde ich sagen, Blauti überrascht sie einfach. Das lief jetzt richtig schlecht mit den beiden, aber Blauti wird sie jetzt hier auf dem Klo verführen. Richtig romantisch. Oh, oder auch nicht. Nee, ich glaube, Leute, das mit den vielen Küssen funktioniert bei den beiden einfach nicht. Sie haben beide unglaublich großen Hunger, deswegen sollen sie mal gemeinsam kochen. Mit einem ganz großen Sicherheitsabstand aber. Die haben halt gerade beide einfach nur diese Schwangerschaft im Kopf. Wie sieht's denn mit Lilati aus? Der steht einfach in der Ecke rum und findet das unschön dekoriert? Hallo? Also, Freunde, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das ist mehr als nur fancy, dieses Haus. Das ist fast schon eine Beleidigung. Lilati, du bist mir jetzt schon ein bisschen unsympathisch. Aber diesmal haben wir es geschafft zu kochen, ohne dass die Küche brennt. Und das Essen ist schlecht. Sagen wir nicht, dann gibt es wieder Popcorn zum Abendessen. Nee. Nein. Sie hat sich gerade angepinkelt. Oh nein, was ist das für ein unangenehmes Date? Kann man das noch rumreißen? Ich weiß ja nicht, Leute. Nein! Oh Gott, sie hat jetzt wirklich dieses Essen gegessen, obwohl es schlecht ist. Ja, aber da kann ich jetzt nichts dafür. Mann! Und bitte putz das mal auf. Hier, ich habe extra gekocht und es ist schlecht. Hey, Leute. Ah, dieses ganze Date ist schlecht. Ich glaube, das wird einfach nichts mehr. Die beiden haben sich auch nicht geküsst, obwohl sie sollten. Beide sind hochschwanger und haben absolut keinen Bock mehr auf dieses Date. Aber Hauptsache, es hat nicht gebrannt. Wir haben den dritten und letzten Tag. Blauti hat sich nicht mehr von Rose verabschiedet, Leute. Er ist einfach direkt zu Lilati runter, weil sie ihm sagen will, dass sie schwanger ist. Wir werden jetzt aber zuerst mal auslosen, was mit Lilati heute passiert. Als allererstes, die Nummer 22 ist. Küsst einen anderen Teilnehmer. Okay. Ja, passt. Können wir machen. Als zweites, 18. Techtelmechtel bei Date. Okay. Und zu guter Letzt die 13. Oh je, die Unglückszahl. Zusammen duschen. Heißt so viel wie ein Techtelmechtel unter der Dusche auch nochmal. Oh, Freunde. Okay. Blauti ist zurück vom Date. Es geht dir total schlecht wegen dieser Schwangerschaft. Wir werden die großen Neuigkeiten jetzt auch erzählen. Nee, warte, warte, warte. Wir erzählen sie noch nicht. Wir kommen einfach runter und knutschen sofort mit Lilati rum. Weil Blauti jetzt schwanger ist von Lilati, bildet sie sich natürlich total viel ein. Stellt sich schon eine Zukunft mit Lilati vor. Und ich bin jetzt echt gespannt, ob der Kuss stattfindet. Ja, tatsächlich. Okay, Lilati. Ich glaube aber nicht, dass das so tief geht, die Beziehung von den beiden. Also ich glaube, dass Blauti sich da jetzt irgendwas vorstellt. Aber Lilati sieht das Ganze nur als Spaß. Vor allem, wie Lilati dann merkt, oh mein Gott, ich bin schon eine Stunde zu spät. Wird sie jetzt Blauti einfach die kalte Schulter zeigen und ist so, hey, okay, wir hatten jetzt unseren Spaß, aber ich muss jetzt hoch. Meine Zeit ist jetzt. So, let's go. Und Lilati wird auch sofort auf Rose zugehen. Und die beiden können sofort ein richtig gutes Gespräch führen. Wie schön, er bringt sie auch direkt zum Lachen. Das ist immer ein guter Weg. Wir flirten auch noch nicht. Wir gehen da langsam ran, okay? Wir versuchen es mit unserem Humor. Da stellt sich mir natürlich auch die Frage, was haben wir denn für Fähigkeiten? Nee, warte. Merkmale. Bücherwurm, kleptomanisch, unberechenbar, Essenz des Geschmacks, selbstsüchtig und böse. Oh, oh nein. Es tut mir so leid für Rose. Der ist wahrscheinlich auch eher für den Fame hier. Aber wer weiß. Oh, nein. Sie denkt die ganze Zeit über Brauntee nach. Ja, der ist leider gestorben. Was sollen wir da machen? Wir werden jetzt auch Lilati fragen, ob Brauntee wieder aufgetaucht ist. Aber auch Lilati wird sagen, nee, also der war nicht mehr da. Den habe ich nicht mehr gesehen, seit er auf das Date gegangen ist. Hat wahrscheinlich die Show abgebrochen. Das sagt Lilati jetzt auch. Und Rose ist einfach nur am Boden zerstört. Sie weiß nämlich, dass sie von ihm schwanger ist. Aber sie ist auch ein fröhlicher Sim. Einer ihrer Merkmale ist fröhlich. Deswegen versucht sie auch alles immer positiv zu sehen. Sie ist aber auch treu. Und wird eigentlich wahrscheinlich nur Brauntee
Mutti. Es tut mir so leid. Aber hey, zwischen den beiden funktioniert es eigentlich auch recht gut. Aber wir haben jetzt 12 Uhr, heißt, wir gehen auf ein Date. Und wir gehen in ein Restaurant. Okay, da müssen wir uns heute nicht ums Essen kümmern. Das finde ich sehr gut. Okay, wir haben hier kein Restaurant, dann gehen wir halt in die Bar. Was natürlich ein bisschen ungünstig ist, weil Rose gerade schwanger ist. Und hier offensichtlich ein tollwütiger Werwolf an der Bar steht. Wow, es läuft so gut wieder mal. Haben wir hier in dem Restaurant vielleicht einen Kleiderschrank oder ein Badezimmer? Wir müssten ja auf dem Date ein Töchtelmöchtel haben und in einer Dusche dann auch noch. Also ich platziere jetzt hier einfach mal einen Wandschrank und zu Hause können wir es dann ja auch nochmal in der Dusche probieren. Sie verstehen sich auf jeden Fall richtig gut. Momentan ist es nur freundschaftlich. In dem Moment ist der Liebesbalken hochgegangen. Leute, es geht los. Wir werden jetzt mal an die Bar gehen und eine Runde für alle bestellen. Das macht Lila Tee. Doch Rose kann dieses Getränk nicht annehmen, weil sie ja schwanger ist. Und deswegen muss sie ganz schnell ablenken. Und das macht sie natürlich, indem sie mit Lila Tee flirtet. Und wir werden jetzt dieses Techtelmechtel im Wandschrank haben. Sie hat es jetzt geschafft, ihn um den Finger zu wickeln, das Thema zu ändern, damit sie keinen Alkohol trinken muss, weil sie ja schon schwanger ist. Und die beiden landen jetzt im Wandschrank. Perfekt. Und das Techtelmechtel war offensichtlich richtig gut. Und ich würde auch sagen, jetzt können die beiden die Finger einfach nicht mehr voneinander lassen. Zum Glück sind wir ja schon schwanger. Aber ich würde einfach sagen, die beiden wollen gar nicht mehr unter Leuten jetzt hier sein, sondern die wollen jetzt wirklich ihre Zweisamkeit genießen. Und deswegen gehen wir jetzt wieder zurück in unsere Villa. Oh no! Oh no! Oh no, was passiert gerade? Lila wird von Riesenhornissen angegriffen. Nein! Oh mein Gott, sie werden beide gerade von Riesenhornissen angegriffen. Nein, 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 nein. Das war doch gerade so schön romantisch. Oh mein Gott, Hilfe. Boah, ich kann mir fast nichts Schlimmeres vorstellen. Oh, Leute, geht ganz schnell nach Hause. Ganz, ganz schnell. Lila wurde von Riesenhornissen angegriffen und verletzt. Und Rose auch. Oh Gott. Naja, sie werden sich jetzt einfach gegenseitig trösten. Sie haben mal zusammen gekocht und es ist nichts schiefgelaufen und das Essen ist sogar mal gut. Und jetzt, wo sie dann gestärkt sind, können sie dann auch die Finger nicht mehr voneinander lassen, auch wenn es gerade ein bisschen seltsam aussieht. Und wir müssen ja auch noch ein Techtelmechtel in der Dusche machen. Ja, perfekt. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Wie geht es eigentlich Blautee? Doch, ziemlich gut. Denkt aber die ganze Zeit wahrscheinlich nur an Lila Tee und hofft, dass Lila Tee sich jetzt nicht in Rose verliebt. Oh oh. Der ist ganz anderweitig beschäftigt, die ganze Zeit sogar. Das wird Blautees Herz ganz sicher brechen. Und sie schläft tatsächlich jetzt auch mal neben einem Teilnehmer. Und die beiden versteht sich auch richtig gut. Ihr Herz schlägt aber, glaube ich, für jemand anderen. Wie tragisch. Wir haben jetzt den nächsten Morgen und Rose muss sich entscheiden. Da wir aber nur noch zwei Teilnehmer haben, ist es richtig einfach, für wen sie sich entscheiden wird. Und sie wird es nicht nur sagen, sondern sie wird es auch zeigen. Oh oh, und das wird Blautee wahrscheinlich hart das Herz brechen. Jetzt wird es aber natürlich noch spannend. Wir wollen natürlich wissen, wer sich hinter diesen Kostümen versteckt. Wir starten mit Blautee, der unfassbar schlecht ist. Und so sieht Blautee eigentlich aus. Ein wunderschöner Sim, der eigentlich Lea heißt und von Sasu 174 ist. Dann schauen wir uns Lila Tee an. Das ist Lila Tee. Eigentlich heißt er Christian und ist von Athena von Riva. Und auch wenn er gestorben ist, schauen wir uns jetzt natürlich noch an, wie Brauntee aussieht. Und Brauntee, der eigentliche Sieger, sieht so aus. Dankeschön an Mimir Dona und es tut mir von Herzen leid, dass er leider gestorben ist. Willkommen in den Bergen. Hier werden wir heute die große Liebe suchen und hoffentlich auch finden.